Geh sie. Aufstehen. Morgen, Rehbein. Morgen, Chef. Ah, das ist ein Tag heute, was? Wunderbar. Sogar die Sonne kommt wieder zum Vorschein. Tja. Am liebsten würde ich spazieren gehen. Können Sie auch. An die Isar. Dort liegt eine Tote. Was? Ja, ein junges Mädchen. Erschossen. Robert und Harry sind schon dort. Morgen, Chef. Morgen, Harry. Erschossen? Ja, wahrscheinlich von da drüben. Irgendwo aus dem Gebüsch heraus. Ja, der Chef ist gerade gekommen. Seit Stunden tot. Also Wittelsbacher Brücke beim Badeplatz. Mittlerer Brückenpfeiler. Wer ist das mit? Ende. Sie heißt Sibylle Larassa. Hatte sie einen Ausweis? Nein, das nicht, aber sie hatte eine Karte an einem Kettchen um den Hals. Namen und Adresse. Haben Sie sowas schon mal gesehen? So schickt man Kinder auf Reisen. Mit einem Zettel um den Hals, damit sie nicht verloren gehen. Ja, so wird es wohl auch gedacht sein. Was hat sie denn da am Arm? Das sind Einstiche. Sie hat gefixt. Das ist doch Ihre Gitarre. Wo ist sie? Im Krankenhaus. Auf der Polizei. Ja, das ist Ihre Gitarre. Warum haben Sie sie gebracht? Darf ich fragen, wer Sie sind? Larassa. Die Gitarre gehört meiner Tochter, Sibylle Larassa. Können wir hinaufgehen? Wo hat man sie gefunden? An der Isar. An der Isar? Sie lag im Gras. Da hat man sie gefunden. Es ist sehr spät, weil es sah so aus, als würde sie schlafen. Wenn Sie so sterben, sehen Sie nicht aus, als ob Sie schlafen. Ich weiß, wie Sie aussehen. Sehr entsetzlich aus. Warum sagen Sie, es sah aus, als ob Sie schlafen? Ihr Gesicht war blau und die Zunge hing ja heraus und die Augen waren verdreht. Sie hat zu viel genommen. Sie hat zu viel genommen. Nein, sie wurde erschossen. Erschossen? Ja, ihre Tochter wurde erschossen. Von der anderen Seite der Isar. Erschossen? Es sah wirklich so aus, als würde sie schlafen. Sie sah glücklich aus. Hatte nicht zu viel genommen. Sind Sie in der Lage, uns einige Fragen zu beantworten? Über die Isar hinweg. Ich weiß. Wenn sie was genommen hat und wenn sie glücklich war, dann sagt sie, komm, wir gehen an die Isar. Wir gehen die Isar entlang und ganz früh morgens und sehen, wie die Sonne aufgeht. Die war verrückt mit ihnen Sonnenaufgang. Mama sagt, es ist doch schön, es ist doch so unglaublich schön. Siehst du das, wie schön das ist? Wurde erschossen, wären sie glücklich. Von wem? Wir wissen es nicht. Ach, Sie wissen es? Ach so, Sie wissen es nicht. Nein, aber ich nehme an, es geschah vorsätzlich. Ja, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Haben Sie vielleicht einen Anhaltspunkt? Anhaltspunkt? Wer für den Mord in Frage kommt. Wer es gewesen sein könnte. Wen rufe Sie an? Mein Mann. Wo ist Ihr Mann?
Zu Hause in Augsburg. Warum rufen Sie nicht an? Weil ich nicht weiß, ob es meinen Mann interessieren wird, dass seine Tochter tot ist. Wo ist sie? Alle Opfer eines Verbrechens werden in das Gerichtsmedizinische Institut gebracht. Obduziert? Ja. Ich bin dran schuld. Ich habe sie eine Woche allein gelassen. Das hätte ich nicht tun dürfen. Ich wusste, dass ich das nicht tun darf. Bin trotzdem gegangen. Nach Augsburg? Ja, nach Augsburg. Ich sehe zwei Betten hier. Haben Sie hier gelebt? Ja, ich habe hier gelebt. Ich konnte sie ja nicht allein lassen. Aber manchmal musste ich nach Augsburg, um Geld zu holen. Wollen Sie sagen, dass Sie Ihrer Tochter die Drogen bezahlt haben? Ja, das habe ich getan. Kann ich Sibylle sehen? Wenn Sie wollen, bitte. Haben Sie 50 Mark für mich? Sie kriegen sie wieder in 3 Tagen, ganz bestimmt, aber ich brauche es. Jetzt brauche ich es. Ja, ja, genau. Hast du gewusst, dass ich wieder da bin? Ich habe Billy gesehen gestern Abend. Hat sie dir gesagt, dass ich wieder da bin? Ich habe nicht mit ihr gesprochen. Hast du nur gesehen? Und da hast du dir gedacht, sicher ist die Mutter wieder da. Die muss ja wieder da sein, denn Billy hat ja Stoff. Woher soll sie denn den hernehmen, wenn die Mutter hier kein Geld hat? Hatte Billy gefixt? Hatte sie? Ja. Das ist Polizei, Heinz. Billy ist tot. Tot. Der soll ihm nicht nachlaufen, der kommt ja wieder. Er kommt wieder, weil er kein Geld hat. Außerdem weiß ich, wo er wohnt. Kann ich meine Tochter sehen? Ja, natürlich. Wie sieht's hier aus? Brutal, das ist Wahnsinn. Sie wollte noch allein sein mit mir. Ist sie zusammengebrochen? Nein. Nein. Sie war eigentlich nur überrascht. Überrascht? Ja, dass ihre Tochter wirklich nicht entstellt aussah. Davor hatte sie wohl die größte Angst. Da kann man sie denn allein lassen? Ah ja, das kann man. Aber es ist gegen die Vorschrift. Ja, es ist gegen die Vorschrift. Ich möchte um etwas bitten. Ja. Um eine Stunde Ruhe. Wenn Sie dann zu mir kommen wollen. Robert bringt von der Rasse noch raus. Bitte. Eine Stunde? Wozu braucht sie die? Zum Weinen, mein Junge. Zum Weinen. Bitte kommen Sie rein. Schon. Nehmen Sie Platz. Bitte. Wie ich sehe, haben Sie Ihren Koffer ausgepackt. Sie fahren also demnach nicht nach Augsburg zurück? Nein, nein. Sie haben telefoniert? Ja, ja. Ich habe mit meinem Mann gesprochen. Er kommt. Vielleicht kommt er. Weiß nicht, ob er kommt. Wann wird die Leiche freigegeben? Das dauert nicht lang. Wegen der Überführung nach Augsburg. Mein Mann wünscht eine Beerdigung ohne Aufsehen. Wegen der Presse. Mein Mann hat eine ganz tiefe Sorge, Fotografen. Nicht wichtig. Natürlich nicht wichtig. Nicht wichtig. Wir werden den Mörder finden. Was in unseren Kräften steht, werden wir tun. Das ist nicht viel.
Was in unseren Kräften steht, das ist nicht viel. Das kann man nicht sagen. Fragen Sie, Herr Kommissar. Ihre Tochter war rauschgiftsüchtig. Harte Drogen? Ja, sie ist schnell zu harten Drogen übergegangen. Und seit wann wissen Sie davon? Seit 2 Jahren. Warum lebte Ihre Tochter in München? Was tat sie hier? Sibylle war Fotoschülerin. Sie hatte 2 Begabungen. Sie war musikalisch und sie sah Bilder. Dana kennen Sie schon, dass sie voller Fantasie war. Labil natürlich. Aber Labilität ist wahrscheinlich eine Voraussetzung für diese Art von Begabung. Labilität? Ja. Für mich ist der Boden unter meinen Füßen eine feste Sache, für Sie wahrscheinlich auch. Für Sibylle war das nicht. Keine feste Sache. Unter ihren Füßen bewegte sich alles. Sagte sie das? Ich meine, hat sie sich so ausgedrückt? Ja, ja. Wir haben davon gesprochen. Wir haben über alles gesprochen. Die Welt, Mama, sagt sie, besteht aus lauter fliegenden Punkten. Die setzen sich zu einem Bild zusammen, das ich sehe. Können jederzeit davon fliegen und sich zu anderen neuen Bildern zusammensetzen. Wie finden Sie das? Wie klingt das verrückt? Finden Sie das verrückt? Nein, vielleicht so eine Art von Philosophie. Philosophie, ja. Oder ein Gefühl. Sie war voll von Gefühlen. Manchmal dachte ich, sie selbst ist eine von diesen fliegenden Punkten. Ich wohnte in Augsburg, sie wohnte in München. Ich wusste nichts von ihr. Haben Sie nicht auch hier gelebt, bei Ihrer Tochter? Ja, vor 2 Jahren kam ich von Augsburg herüber. Mein Mann sagte, Sibylle verbraucht so viel Geld, sieh doch mal nach, was sie eigentlich tut. Ich fuhr nach München, ich stieg aus meinem Wagen, ich kam die Treppe herauf, ich klingelte, klopfte. Sie musste zu Hause sein. Sie war zu Hause. Sie musste einfach zu Hause sein. Mama. Was ist denn los, Kind? Was ist denn mit dir? Warum sind denn die Vorhänge zu? Hast du geschlafen? Nein, ich habe nicht geschlafen. Warum bist du denn nicht angezogen? Wieso bin ich nicht angezogen? Du bist nicht angezogen. Es ist heller Tag. Mama, ich freue mich so, dass du da bist. Ja, was ist denn mit dir los, Kind? Bist du krank? Nein, Mama. Ich verstehe nicht. Was tust du denn? Spielst Gitarre im Bett? Ja, hast du denn keine Schule? Keinen Unterricht? Doch, Mama. Ich bin nicht hingegangen, Mama. Seit wann bist du? Ich rief meinen Mann an. Ich sagte ihm, was ich gesehen, was ich gefunden hatte. Hans, ist was Furchtbares passiert. Was darf ich dir sagen? Er kam sofort. Er muss gerast sein. Er war völlig außer sich. Und schlug auf sie ein? Schlug auf sie ein. Schlug auf sie ein. Das Schlimmste, was er tun konnte. Das Schlimmste. Sie lag da auf dem Boden und weinte und er saß da auf dem Stuhl und weinte. Ich glaube, wir weinten alle. Und was haben Sie unternommen?
Alles. Alles, was man nur tun kann. Zum Arzt, zum Psychiater, in ein Sanatorium, in ein Krankenhaus gesteckt. Und alles hatte keinen Erfolg. Sie blieb nirgends. Immer wieder fand sie den Weg zurück nach München. Da habe ich meine Sachen gepackt, bin hierher gezogen. Ich habe ein Bett gekauft, habe es hier hereingestellt. Ich habe zu ihr gesagt, jetzt bin ich bei dir, Sibylle. Wir werden versuchen, dass wir es schaffen. Und sie hat gesagt, ja, Mama, vielleicht schaffen wir es. Zusammen schaffen wir es vielleicht. Danke, Mama, hat sie gesagt. Danke. Wie lange haben Sie es versucht? Ein Jahr lang. Ich weiß jetzt, wie die Hölle aussieht. Ich konnte sie doch nicht wegnehmen. Einfach so wegnehmen, das geht nicht. Die Abstinenz aber so lange wie möglich aushalten, denn darum ging es und dabei wollte ich ihr helfen. Halt's aus, Sibylle, halt's aus, habe ich gesagt. Einen Tag, noch einen Tag. 3 Tage. Jetzt hast du schon 3 Tage ausgehalten. Versuch noch den 4. Schaffst noch den 4. Aber manchmal ging es nicht mehr. Dann bin ich mit ihr zusammen rumgelaufen. Wenn sie am Boden lag und weinte und wenn sie sagte, Mama, ich halte es nicht mehr aus, dann sind wir beide herumgelaufen und ich habe alles versucht, was zu kriegen. Irgendwas, egal was, wenn man es nur auflösen, aufziehen und in die Vene jagen konnte. Wollen Sie sagen, Sie haben Ihre eigenen Tochter? Sie hat zu dünne Venen. Sie hat sie nicht gefunden. Sie sagte, Mama, mach du's. Ich sagte, bist du verrückt? Sie sagte, ich mach's so schlecht. Sie stach sich die Spritze wie ein Messer in den Arm. Da sagte ich, gib das her. Mama, sagte sie. Mama. So zärtlich, wie ich sie nie wieder hat, Mama, sagen will. Sie sagten, Sie haben Ihre Tochter eine Woche allein gelassen. Ja. Die letzten 7 Tage. Die letzten 7 Tage. Warum? Weil ich nicht mehr konnte. Ich verlor. Ich wusste, dass ich verlor. Ich schaffte es nicht. Da bin ich zurück nach Augsburg. Weil ich am Ende war. Ließen Sie Ihrer Tochter Geld da? Nein. Hatte sie irgendeine Möglichkeit, sich Geld zu verschaffen? Nein. Ihre Fotoapparate, hatte sie sowas nicht? Die hatte sie längst zu Geld gemacht. Die gab es schon lange nicht mehr. Fehlt irgendetwas in der Wohnung? Was sie hätte zu Geld machen können? Nein. Ja, aber sie hat sich Rauschgift besorgt. Von wem und wie? Sie sagten, Sie kennen die Adresse des jungen Mannes, der Ihre Tochter gestern Abend gesehen hat. Es ist nicht weit von hier. Wollen Sie mitgehen? Was glauben Sie denn? Der Mörder befindet sich unter den Leuten, die ich kenne. Die ich jeden Tag, jeden Abend gesehen habe. Es kommt doch niemand anders in Frage. Ich stelle mir vor, ich brauche nur herumzugehen und sie alle ansehen. Und ich werde sofort wissen, wer es war. Hier wohnt Thebes. Wieso schließt er nicht ab? Warum sollte er? Er hat keine Beziehung zu Eigentum. Ist er ein Freund von Sibylle? Für den Sichtchen sind alles Freunde und alles Feinde. Und was nimmt Thebes? Nur harte Drogen. Ist ein Fixer. Spritzt Amphetamin, mischt sich zusammen, was er finden kann. Yttrium, Eukodal, ist ihm völlig gleich. Wo kann er sein? Er rennt herum. Wenn sie nichts haben, rennen sie alle herum. Warum war er eigentlich so verzweifelt, dass er hörte, dass sie bitte tot sei? Hat sie geliebt. Bedeutet nichts. Für diese Leute hat es eine andere Bedeutung. Weiß man für gewöhnlich, wo er sich aufhält? Wo er ist? Vielleicht weiß es Derichs. Erschossen? Wieso denn erschossen? Weiß nicht. Das ist Polizei. Guten Tag, Frau Derichs. Kommen Sie rein. Ich verstehe nicht. Erschossen. Selbstmord? Nein. Sie wurde ermordet. Haben Sie Thebes gesehen oder hat Ihr Mann Thebes gesehen? Hat Thebes es getan? Nein. Wir suchen ihn, weil er gestern Abend Sibylle La Rasa gesehen hat. Also war Thebes bei Ihnen? Vor einer Stunde war er hier. Am Fenster war er. Er hat mit meinem Mann gesprochen. Barney! Hast du gehört?
Erkennst du Frau Larassa? Sie ist in Schwarz. Siehst du, dass sie in Schwarz ist? Billy ist tot. Davis war doch da. Wo ist er? Er versteht ganz genau. Er tut nur so, als verstünde er nicht. Davis muss eine Aussage machen. Er ist schlimm dran, aber so schlimm auch wieder nicht. Lieber? Ja, da ist alles kaputt bei ihm. Der Dr. Schöne wundert sich, dass er noch lebt. Wie alt ist er? 23. Dass der Mann noch lebt, sagt er. Aber er hört genau, was wir sagen. Herr Dierix, hat Davis irgendetwas gesagt im Zusammenhang mit Sibylle Larassa? Ich nehme das Kind raus. Komm, Brigitte. Lass das Kind hier. Wo ist Davis? Ich pack meinen Koffer und geh. Zobel. Zobel ist da. Ich geh nicht weg. Aber die Angst hat er. Die hat er immer, dass ich weggehe, obwohl... Ich geh nicht weg, weil... Es dauert sowieso nicht mehr lang. Dr. Schöne meint ein halbes Jahr. Weil er nicht aufhört, wissen Sie. Bei Zobel ist er. Ich weiß, wo das ist. Gehen Sie mal zu Zobel. Danke, Frau Dierix. Wiedersehen. Sibylle liebte dieses Lokal. Es war ihre Welt. Nein, mehr als ihre Welt, es war ihr Zuhause. Und wenn sie es zu Hause nicht aushielt, dann bin ich auch hierher gegangen. Und wenn sie so kam, dann wusste ich, es war wieder so weit. Hallo. Ich muss kriegen. Da hat jemand was. Als ob du kannst es haben, das ist gar nicht so teuer. Wir haben doch gesagt, wir wollen nicht mehr. Ich weiß ja, Mama. Schau, du hast jetzt eine Woche ausgehalten. Ich weiß ja, Mama, entschuldige. Ich sag doch nicht, dass ich es kriegen könnte. Das ist so schwer, was zu kriegen. Jetzt hat doch jemand was. Du willst es doch nicht haben. Hast du gesagt, dass du es haben willst? Nein, natürlich nicht. Komm, wir sollen uns hinsetzen. Komm. Sibylle, du müsstest es haben. Warum setzt dich nicht richtig hin? Ich kann nicht, Mama. Weil du es haben musst. Nein, ich will es nicht haben. Sollen wir fortgehen? Wenn wir fortgehen, dann denkst du mich nicht mehr. Nein, ich will doch nicht weggehen hier. Weil du es haben willst. Nein, ich will es nicht haben. Du musst es länger aushalten als 8 Tage. Du weißt, es sind keine 8 Tage hin. Es sind keine 8 Tage hin. Probier das auch mal. Was? Damit du weißt. Ich kann doch nicht. Und weißt du warum? Weil ich eine Verantwortung habe. Du hast doch keine. Nicht mal für dich. Die hast du mir doch bequem in den Schoß geschoben. Wo ist der Mann? Vor der Toilette. Er sagt, er steht vor der Toilette. Wer's holen? Aber du bekommst es nicht. Du sollst wissen, dass ich es habe. Und dass du es kriegen kannst. Im Notfall. Aber es ist kein Notfall. Jetzt. Nein, Mama. Was ist es? Aus welcher Apotheke? Wollen Sie es haben oder nicht? Das ist doch aus einem Bruch, ne?
Wie viel? In Ordnung, dachte ich. Der Kerl schlägt mich. Der schlägt mich doch tatsächlich. Wissen Sie, ich hatte den wahren witzigen Gedanken, dass es gut wäre für Sibylle, wenn sie mich so sehe. So. Mit einer Schachtel Morphium und Pulver in der Hand. Es war schrecklich für sie, aber es bewirkte nichts. Herr Zobel? Ja. Guten Tag, Frau Larras. Tag, Herr Zobel. Sagen Sie mal, Herr Zobel. Ich habe gehört, Billy ist tot. Ja, sie ist tot. Stimmt das? Jemand soll sie erschossen haben? Ja, das stimmt. Jemand hat sie erschossen. So was? Ich alles erwartet hätte, das nicht. Ich dachte, die wacht mal nicht mehr auf. An die Art tot, habe ich gedacht. Wir haben ja mal darüber gesprochen. Ja. Mein Beileid. Was sage ich? Man weiß wirklich nicht, was man sagen soll. In gewisser Hinsicht ist es ja auch ein Segen. Entschuldigung. Nein. Wer kann das Kind denn erschossen haben? Wollen Sie etwas trinken? Ein Bier, ein Whisky? Sie trinken doch gerne Whisky. Von wem wissen Sie, dass Billy Larrasa tot ist? Wem? Hm? Irgendjemand kam vorbei. Sie wissen es alle. Sind Sie denn überhaupt? Kommissar Keller. War ein gewisser Tevis hier? Ja. Wann? Vor einer Stunde. Hat er Ihnen gesagt, dass Billy tot ist? Ja, hat er. Er ist ziemlich fertig gewesen. Wissen Sie, wo er ist? Keine Ahnung. Den treibt's gerade rum, wissen Sie. Hat er Ihnen gesagt, dass er Billy gestern Abend gesehen hat? Ja. Was hat er darüber gesagt? Erinnern Sie sich? Sie sei ziemlich am Ende gewesen. Haben Sie gesagt, dass Sie nicht mehr zurück nach München kommen? Ja. Dass Sie nie mehr nach München kommen? Ja. Hat Ihr Mann nicht eine Kleiderfabrik? Ja, er hat eine Kleiderfabrik in Augsburg. Ich denke gerade daran, was Billy einmal gesagt hat. Ihnen gesagt hat? Wann? Das ist schon eine Weile her. Sie sagte, mir kann nichts passieren. Mein Vater hat eine Kleiderfabrik und meine Mutter lässt mich nicht im Stich. Aber sie haben es nicht mehr ausgehalten, nehme ich an. So oder so ist eben irgendwann mal Schluss. Entschuldige, Mama. Bitte entschuldige mich. Tut dir so schrecklich leid. Bist du mir böse? Ach, sprich doch nicht wie ein kleines Kind. Wie du da rauskommst, mir blieb fast das Herz stehen. Sie haben mich geschlagen, Mama, dass sie dich geschlagen haben. Es ist nicht zu ändern, ich lebe ja noch. Komm, steh auf, will nicht, dass du mir da zu Füßen Warum hast. Nicht, Mama? Ich hab gesagt, du sollst aufstehen. Prügel mich da herum, Björn. So müsste mich dein Vater sehen. Er würde sagen, alles, was du da tust, meine Liebe, völlig vergebens. Ist es wirklich vergebens, Sibylle? Wollen wir in die Isar gehen, Mama? Sibylle. Ja, was sagten Sie, Herr Zobel?
Ich sagte, so oder so ist eben irgendwann mal Schluss. Ja, ja, ja. Da haben Sie recht. Herr Kommissar, ich möchte nach Hause gehen. Robert, bringst du Frau Larasser nach Hause? Natürlich. Herr Zobel? Ja? Seit wann ist Ihr Geschäft eigentlich ein Treffpunkt für Rauschgiftsüchtige? Seit einem Jahr. Vor 2 Jahren habe ich den Laden aufgemacht. Er ging so recht und schlecht. Aber auf einmal ging er gut. Innerhalb von einer Woche. Es dauerte lange, bis ich merkte, was da plötzlich für Leute waren. Und das war Ihnen unangenehm? Wenn ich es nicht wäre, dann wäre es ein anderer Laden. Was soll ich machen? Nehmen Sie Rauschgift? Bin ich verrückt? Ich habe Frau und Kinder. Und danken Gott für den Tag, an dem dieser Laden endlich zur Blüte kam. Ja! Danke. Tevis ist gesehen worden, Chef. In der Goethestraße. Er war voll auf der Nadel. Er hat gefixt, er hat irgendwo ihr Stoff gekriegt. Völlig ausgeflippt. Und er hat den Stoff genauso bekommen wie Billy. Ohne Geld. Innerhalb von wenigen Stunden. Ach, Harry, siehst du den Mann da in der Tür? Mhm. Das ist Zobel. Ihm gehört das Lokal. Tevis war vor einer Stunde hier, also lass den Mann nicht aus den Augen. Hm? Ich gehe zu Frau Larasser und du kümmerst dich um Derichs. Ja. Sind Sie Herr Larasser? Ja. Warum? Kriminalpolizei. Keller ist mein Name. Guten Tag. Guten Tag. Sie kommen direkt aus Augsburg? Ja, soeben. Meine Frau hat mich verständigt. Ich musste noch für den Betrieb ein großer Betrieb, wissen Sie, eine Anordnung geben. Ja, entschuldige. Ich bin da gleich gekommen. Was für eine entsetzliche Sache, Herr Kommissar. Ja, das ist es. Meine Frau. Wie geht es meiner Frau? Ja, sie fühlt sich naturgemäß nicht sehr gut, aber sie hält sich hervorragend. Hält sich hervorragend, das ist wahr. Es ist schwer, das anzumerken. Ist sie verzweifelt? Verzweifelt? Ja, ich glaube, ja. Herr Kommissar, darf ich Ihnen etwas sagen? Entschuldigen Sie einen Ort, aber es ist wichtig. Man muss auf meine Frau einwirken, dass alles vorbei ist. Man muss ihr klar machen, dass alles vorbei ist, dass sie vergessen muss. Die Frau hat ja nicht mehr gelebt. Ich will nicht, dass sie sich nun auch zugrunde richtet. Ja, ich werde mein Möglichstes tun, aber ich fürchte, es wird sehr wenig sein. Dass nun alles vorbei ist, muss man ihr sagen, dass etwas Gutes darin liegt. Dass alles vorbei ist. Guten Tag. Guten Tag, Herr Larasser ist mein Name. Das ist mein Mitarbeiter, Herr Heines. Guten Tag, Herr Larasser. Das war eine entsetzliche Sache. Tag, Hilde. Entschuldige, dass ich jetzt erst komme. Ich halte es für ein Wunder, dass du überhaupt gekommen bist. Ich bin ja da. Du siehst ja, dass ich da bin. Du trinkst. Whisky? Darf ich nicht? Reg dich auf, dass ich Whisky trinke? Reg dich nicht auf, dass deine Tochter tot ist, ne? Ja, natürlich, natürlich. Entschuldige, aber meine Sorge, das musst du verstehen, Hilde. Meine Sorge gilt doch dir. Das ist doch verständlich. Das Kind ist erschossen worden. Ja, ich weiß ja, ich weiß ja. Aber wir haben immer gewusst, dass es ein schreckliches Ende nehmen wird. So oder so, Hilde. Sie war doch nicht mehr zu retten. Du selbst bist doch nach Augsburg gekommen und hast gesagt, sie ist nicht mehr zu retten. Soll ich mich freuen, dass meine Tochter tot ist? Dann zur Ruhe kommen sollst du. Zur Ruhe kommen! Zur Ruhe? Bist du ein Dummkopf? Entschuldige. Aber nein, nein. Sag nur, was du willst. Wenn es dich nur etwas ruhiger... Herr Kommissar, weshalb sind Sie gekommen? Man hat Tevis gesehen. Offenbar hat er neuen Stoff bekommen. Tevis? Hm. Dann muss er zu Geld gekommen sein. Dem gibt doch niemand Geld. Dann hat er es bekommen, wie Ihre Tochter es bekommen hat. Sie hatte ja auch kein Geld. Und wenn wir annehmen, dass Tevis den Stoff auf dieselbe Weise bekommen hat... Dann weiß er, wer der Mörder Ihrer Tochter ist. Und er ist selber in Lebensgefahr. Wo hat man ihn gesehen? Ja, vor genau einer Stunde in der Goethestraße. Was willst du? Was willst du?
Ich weiß doch, wo der immer hingeht. Wo der hingeht, das weiß ich. Kenne alle Plätze, alle Leute. Kommen Sie, Herr Kommissar. Hast du Tevis gesehen, Anna? Habt ihr Tevis gesehen? Nee, nicht gesehen. Hat einer von euch Tevis gesehen? Ich verstehe das nicht. Hey, Richard, hast du Tevis gesehen? Tag, Richard. Hallo. Wo ist denn Tevis? Vielleicht war es der Lange. Den kann man jetzt nicht fragen. Ja, sehe schon. Schlafen die hier? Wohnen die hier? Ja, ja, die schlafen hier. Ich habe hier auch schon geschlafen. Was sagst du? Ja, was starrst du mich so an? Ich suchte Sibylle. Sibylle war verschwunden. Sie hatte mir Heroin aus der Handtasche gestohlen. Was? Was? Sie wusste, dass ich es hatte. Ich hatte gesagt, Sibylle, ich habe Stoff in der Handtasche. Wir haben es jetzt 3 Wochen ausgehalten. Deswegen sage ich es. Und hier ist die Tasche. Ich schließe sie nicht weg. Ich vertraue dir. Und jetzt gehe ich 1 Stunde aus dem Haus. Verrückt. Das ist verrückt. Wirst sehen, wir kommen vorwärts, habe ich ihr gesagt. Wir kommen vorwärts. Und als ich dann nach 1 Stunde zurückkam, da war Sibylle weg. Und das Heroin war auch nicht mehr da. Da habe ich sie gesucht. Und hier fand ich sie. Endlich. Spät nachts. Sie schlief nicht. Sie saß auf dem Boden, den Rücken an eine Säule gelehnt und sah mich an. Sibylle. Entschuldige, Mama. Du siehst. Ich sehe. Ich hab's genommen. Ich sehe, du hast's genommen. Ich fühle mich sehr wohl, Mama. Ist dir nicht kalt? Nee, mir ist nicht kalt. Ich sehe mir die Sterne an. Das ist ein unheimlich schöner Anblick. Ich bin ganz glücklich, Mama. Warum hast du es genommen, Sibylle? Ich weiß nicht, Mama. Ich weiß nicht. Ich konnte nichts mehr sagen. Mir fiel nichts ein. Absolut nichts. Ich fror und der Sternenhimmel sagte mir gar nichts. Trotzdem bin ich eingeschlafen. Vor Schöpfung. Da, dort unten auf der Erde. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Ich habe dir vieles nicht gesagt. Auf der Erde. Auf der Erde hast du geschlafen. Du weißt nicht die Hälfte. Nicht die Hälfte, weißt du. Weiter, Herr Kommissar. Wir werden Tevis finden. Ich kenne ja alle Plätze. Wir sind nicht entsetzlich, Herr Kommissar. Wozu dieses Kind ihre Mutter gebracht hat. Hatten Sie Sibylle aufgegeben? Aufgegeben? Vor 1 Jahr schon habe ich gewusst, dass da nichts mehr zu machen ist. Da ist er ja. Da ist doch Tevis. Ich hab's doch gewusst. Tevis. Tevis. Kollaps. Er hat einen Kollaps, ich kenne das schon. Komm, komm. Heinz, komm. Was war mit Billy? Was war mit Billy gestern Abend? Was war mit Billy? So sprich doch schon. Mach den Mund auf. Heinz. Wer hat ihr was gegeben? Von wem hat sie was bekommen? Hilde. Hilde. Alle diese Fragen führen doch zu nichts. Von wem, Tevis? Von wem hat Billy gestern Abend etwas bekommen?
Von wem? Von Zobel? Was sollte ich denn machen? Sie kam, sie sagte, meine Mutter ist nicht mehr da. Aber sie kommt wieder, sie kommt bestimmt wieder. Haben Sie Geld für mich, Herr Zobel? Geld? Geld verlangte sie von mir. Wie kann sie Geld von mir verlangen? Habe ich zu viel Geld? Ich sagte, ich habe kein Geld. Geh weg! Was ist denn, Fatih? Nichts. Was ist denn? Nichts ist. Geh in die Wohnung. Kümmere dich nicht. Ja, bitte. Kümmere dich nicht. Lass die Kinder nichts hören. Ja, beruhige die Kinder. Hast du verstanden? Ja. Ja, ja, ja. Weg, habe ich gesagt. Los ab, weg von der Tür. Da, bei der Tür stand sie. Sie sagte, Herr Zobel, Herr Zobel. Herr Kommissar, wenn so ein Kind da steht, was sollte ich machen? Wenn selbst die Mutter sie wegschickte. Die Mutter und was für eine Mutter ist das? Ich habe sie auch weggeschickt. Das haben Sie nicht. Sie haben mir den Stoff gegeben. Nein, das habe ich nicht getan. Hilde, das gefällt mir nicht, wie du da stehst und die Türe anstachst. Gefällt dir nicht. Wenn dieser Mann es ihr wirklich gegeben hat, was heißt das? Das heißt doch gar nichts. Sibylle hat ihr Leben selber zerstört. Sie wurde ermordet. Ich will wissen, wer ihr Mörder ist. Ich könnte nicht leben, wenn ich das nicht weiß. Ich verstehe. Du verstehst, ne? Du verstehst. Ich habe gesagt, dass ich verstehe. Ich habe ihr nichts gegeben. Auf Ehre nicht, Herr Kommissar. Auf Ehre nicht. Auf Ehre. Haben Sie nicht ein schlechtes Gewissen, Herr Zobel? Ich habe kein schlechtes Gewissen. Wer hat denn das schon? Kann ich was dafür, dass die zu mir kommen? Dass die da vor der Tür liegen und sagen, hast du was, Zobel, hast du was? Kann ich was dafür? Die weinen mich doch alle an. Hilde. Lass mich in Ruhe. Habe ich Sibylle nicht gern gehabt. Du? Du hast sie schon begraben, als sie noch nicht tot war. Ich habe das Kind genauso geliebt wie du. Weißt du das nicht? Glaubst du das nicht? Du kannst doch nicht sagen, dass du das nicht weißt. Ich habe entsetzliche Qualen ausgestanden. Na, wieder da? Mhm. Mir hat jemand erzählt, Sie sind endgültig ab. Stimmt also nicht? Stimmt nicht. Schobel nicht da? Hinten. Was ist denn das? Kennst du den Mann? Ja. Hast du nicht von einem erzählt, der so eine Brille trägt? Ja, das ist der Mann. Der dich vor der Toilette zusammengeschlagen hat? Ja, das ist er. Der ist das. Sie sind das. Was will denn der Mensch? Das werde ich Ihnen gleich sagen, was ich will. Das werde ich Ihnen zeigen. Sie haben eine Frau niedergeschlagen. Sie dreckige Schweine. Schmeißen Sie sie. Sind Sie denn hier los? Warum die Prügelei? Frau niedergeschlagen. Das ist der Mann, der sie geschlagen hat. Getränk nicht. Wir bringen ihn um. Bleiben Sie stehen. Harry, doch nach. Was ist denn los, Herr Lavasser? Entschuldigung, Herr Kommissar. Entschuldigung. Derichs will eine Aussage machen, Chef. Ja.
Er bezeugt, dass Billy gestern Abend Heroin bekommen hat. Zobel hat ihr die Spritze gegeben. Er hat sie selbst aufgezogen und ihr reingejagt. Er ist bezeugt, dass Billy es ihm gesagt hat. Entschuldigen Sie, Frau Lavas. Entschuldigen Sie! Was sollte ich denn machen? Sie kam zu mir. Ich sagte, geh weg. Geh doch weg, Kind. Sie sagte ja. Sie nickte. Sie sagte ja, Herr Zobel. Sie ging weg. Sie ging 5 Meter weg. Ich sagte, geh doch weiter, Billy. Geh doch weiter! Sie konnte einfach nicht. Sie drehte sich um. Drehte sich um, sah mich an. Sie wissen, wie sie einen ansehen konnte. Ja, ich weiß. Und dann haben Sie es ihr gegeben? Ja. Da war nämlich mal eine Razzia bei mir im Lokal. Und nachher habe ich was gefunden unter einem Tisch. Ampullen. Die hat einer weggeworfen. Das habe ich dann aufbewahrt. Das fiel mir plötzlich ein. Ich habe gesagt, angeschrien habe ich sie. Lass es sein, lass es um Himmels Willen sein. Ich habe gesagt, du bringst dich um. Du bringst dich um und deine Mutter bringst du um. Siehst du denn nicht, dass du deine Mutter auch umbringst? Brauchen Sie was, Chef? Nein, danke. Der Zobel, der gesteht den Mord nicht. Nein, der gesteht ihn nicht. Tja, das ist eine schwierige Sache. Tja, ein schwieriger Fall. Ich komme da nicht weiter. Irgendwas begreife ich nicht. Begreift da was nicht, weil... Hast du das Mädchen gesehen, Reber? Nein, das Foto. Nur das Foto. Aber wie es da so am Boden lag, es wirkte so... Ja? So total wehrlos. Wehrlos? Ja, ich dachte, das ist eine richtige Tragödie. Eine Frage, Herr Zobel. Wann war Billy LaRassa bei Ihnen? Wann? Sie war den ganzen Abend da. Ja, und wann haben Sie es ihr gegeben? Wie viel Uhr war es? 11. Ungefähr 11. Sagte sie, wohin sie geht? Das interessierte mich nicht. Ich hatte Sie noch gar nicht gefragt, wann Sie nach München gekommen sind. Um 1 Uhr nachts. Direkt von Augsburg? Direkt von Augsburg. Mit dem Wagen? Ja, mit meinem Wagen. Wie lange brauchen Sie von Augsburg? Eine Stunde. Ach, dann sind Sie also erst Mitternacht losgefahren. Ich hatte mich ganz plötzlich entschlossen. Sie war einfach nicht zurückzuhalten. Sie haben versucht, sie zurückzuhalten? Ja, natürlich habe ich das, natürlich. Ich habe ihr gesagt, fahr nicht. Es hat keinen Sinn zu fahren. Du hast ein Jahr lang, länger als ein Jahr versucht, dem Kind zu helfen. Ich habe ihr gesagt, es hat doch keinen Sinn mehr. Es hatte keinen Sinn mehr? Sie selbst sagte doch, es hat keinen Sinn mehr. Sie war doch aus München gekommen, weil es keinen Sinn mehr hatte. Hast du nicht gesagt, es hat keinen Sinn mehr? Du hast gesagt... Ich will es nicht hören! Sie hat gesagt, ich kann nicht zusehen, wie sie zugrunde geht. Und sie geht jetzt zugrunde. Hast du nicht gesagt? Sie geht zugrunde jetzt. Wir sind Experten, Herr Kommissar, gewisserweise Experten. Wir haben alles versucht. Wir haben das Kind in eine Entziehungsanstalt geschickt. Umsonst. Wir haben noch genügend Ärzte konsultiert. Wir wissen doch genau, wie entsetzlich das Endstadium aussieht. Sie kam also heute Nacht um 1 in München an. Ja. Ich lief die Treppe rauf, ging hinein in die Wohnung
Ich suchte Sibylle. Das Licht brannte. Aber sie selbst war nicht da. Sie haben sie gesucht. Haben Sie Billy gesucht? Natürlich habe ich sie gesucht. Wo haben Sie sie gesucht? Bei Zobel. Natürlich bei Zobel. Aber er hatte schon zu. Hatte schon zu? Wie spät haben wir? 1 Uhr nachts. Ja, dann sehen wir uns das doch am besten mal an. Fahren wir einfach hin. Warum? Warum? Ich verstehe nicht. Na ja, kommen Sie. Darf ich bitten? Nimmst du mal meinen Mantel? Mhm. Bitte, Frau Marassa, was haben Sie gemacht? Ich habe geklopft und, ja, und gerufen. Und zeigen Sie es uns bitte. Hier. Hier habe ich geklopft. Herr Zobel! Herr Zobel! Machen Sie doch mal auf! Ich will hier nur was fragen, Herr Zobel! Dann bin ich da runtergegangen und hab gerufen. Herr Zobel, Sie haben ja noch Licht. Ich weiß, Sie sind noch da. Machen Sie doch auf, Herr Zobel. Machen Sie auf. Reicht das jetzt nicht? Sie sehen doch, wie zumute ist. Ja, das sehe ich. Quälen Sie sie nicht. Schluss jetzt, Schluss jetzt. Aber ich quäle Sie doch gar nicht. Doch, das tun Sie. Sie quälen Sie. Ich muss Ihnen widersprechen. Herr Zobel, machen Sie die Tür auf. Kein Licht, wir brauchen kein Licht. Kommen Sie. Also noch einmal. Ich schließe die Tür und Sie rufen und klopfen, genauso wie Sie es gestern Nacht getan haben. Das hat sie doch schon gemacht. Warum soll sie es wiederholen? Was? Versprechen Sie sich davon. Tun Sie es. Herr Zobel. Herr Zobel, machen Sie doch auf, Herr Zobel. Ich will Ihnen doch wieder nur was fragen. Wo ist Billy? Ich muss wissen, wo Billy ist. Hör auf! Hör auf! Herr Larasse, ich kann mir schlecht vorstellen, dass Sie Ihre Frau gestern Nacht allein nach München fahren ließen. Ich verstehe Sie, Herr Kommissar. Mich wollten Sie außer Fassung bringen. Das ist sehr leicht. Ich hatte eine Auseinandersetzung mit meiner Frau. Sie wollte wieder zurück nach München. Ich sagte ihr, das hat doch keinen Sinn. Ich sagte ihr, du bist dabei, dich selber umzubringen. Wenn unsere Tochter es tut, dann müssen wir uns damit abfinden. Aber sie hörte nicht auf mich. Sie fuhr los. Sie fuhr so schnell, dass ich sie nicht einholen konnte. Du bist mir nachgefahren? Ja, natürlich bin ich dir nachgefahren. Du warst gestern Nacht in München? Ja, ich war in München. Ja, wo bist du denn gewesen? Ich habe dich nicht gefunden. Du warst in der Wohnung? Ich hatte keinen Schlüssel, die Tür war zu. Ich habe gewartet. Ja, ich war... Hier war ich, hier bei Zobel. Ich suchte sie doch überall, bin doch überall hingegangen, hab sie überall gesucht. Das hätten wir doch zusammen tun können. Das hätte ich gern mit dir zusammengetan. Ich dachte nur, Sibylle interessiert dich nicht mehr. Du hast vor dem Haus gewartet. Ja, unten im Wagen. Und dann bin ich rumgefahren. Warum? Warum? Du kanntest doch ihre Plätze nicht. Doch, einen kannte ich. Kanntest du? Die Isa. Die Isa. Ja, du sagtest doch, dass sie manchmal dort seid, dass sie früh morgens dort herumgeht. Manchmal. Du warst an der Isar? Ja. Aber hast niemanden gesehen? Mich nicht, Sibylle nicht. Nein. Doch. Ich habe sie gesehen. Ich habe sie bitte gesehen.
Sie fuhren die Isar entlang. Ja. Es war noch sehr früh. Die Sonne war gerade zu sehen. Da sah ich sie. Ich sah sie gehen. Sibylle! 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 Hörst du mich nicht? Sibylle! Hörst du mich nicht? Hörst du mich nicht? Sibylle! Es war ein absolutes Ende erreicht. Das wusste ich. Das sah ich. Walter, bring Herrn Larasser ins Büro. Kein gewöhnlicher Fall, Robert. Wir töten Sie, Sie töten uns. Was? Ach, nichts. Bist müde, was? Ja. Na ja, dann fahren wir nach Haus. Ja, fahren Sie nicht mit? Nein, ich möchte nur ein paar Schritte laufen. Die Luft, weißt du, die tut mir gut.